Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, wir sind gefangen und jetzt in unserer Wolfsform. Moment, ich muss mal noch eben den Timer starten. Und dann können wir loslegen. Ich habe geschaut, so wie es aussieht, dass hier keine Musik ist, ist wohl richtig so. Ansonsten kann ich nur ankündigen, dass das wahrscheinlich ab der nächsten Aufnahmesession, sprich ab nächster Woche, wenn das Video hier erscheint, ab danach der Woche, das Ganze behoben sein wird, weil ich mir andere Hardware besorgen werde. Und meinen jetzigen Rechner quasi als Render-PC teils umbaue und mir einen Intel-Prozessor und sowas besorgt, dann läuft das Ganze wahrscheinlich besser. Aber ich würde sagen, wir versuchen das jetzt hoffentlich hier noch so hinzukriegen. Ich spreche nochmal mit ihr. Hey, was ist denn los mit dir? Komm hier herüber, aber fix. Wenn du auf normalem Wege nicht rauskommst, findest du ja vielleicht irgendein Loch, durch das du entkommen kannst. Ich meine, Löcher gibt es an Orten wie diesem doch normalerweise immer. Okay. Ja, wahrscheinlich hier. Nicht? Okay, da. Anscheinend bist du ein richtig kluges Hündchen. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Aber dafür wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage. Ist das klar? Wenn du etwas von mir willst, drücke Z, um mir ein Zeichen zu geben. Also, verstanden? Dann los! Versuchen das mal gerade. Wo ist denn mein Z-Button? Das ist Start. Ah, das ist Z. Ganz genau. So, wenn du ein Problem hast, drück einfach Z, um mich zu rufen. Wenn du brav bist, kann ich dir vielleicht sogar helfen. Okay, alles klar. Dann schauen wir mal. Da springen wir einmal dran und dann laufen wir hier weiter. Und ja, wir sind jetzt in der Wolfsform. Ich bin mal gespannt. Also ich weiß natürlich, dass es noch anders wieder weitergeht. Aha, das ist ja... Pass auf, ich zeige dir etwas Interessantes. Ein Tier wie du sollte erkennen, dass da etwas ist, oder? Drücke X, um dein Gespür zu schärfen, und dann sieh genau hin. Das ist X. Hier dürfte ich wohl in Sicherheit sein. Verdammt, kein Schritt weiter, still bleiben! Ich muss die Tasten mal tauschen vor der nächsten Aufnahme. Gut. Dieser Geist ist sicher ein Soldat. Der kommt sicher geradewegs aus der anderen Welt. Hier gibt es noch mehr von diesen Geistern. Du solltest dein X-Gespür verwenden. Vielleicht wissen die ja, was hier passiert. Du scheinst dich noch nicht an deine Gestalt als wildes Tier gewöhnt zu haben. Deshalb lass mich dir sagen, wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnere dich an das, was du als Mensch konntest. Dein Instinkt bleibt gleich, auch wenn du deine Gestalt sich verändert, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Okay, alles klar. Der ist also jetzt weg.
Gut, dann gehen wir hier mal wieder raus. Und ich würde sagen, wir... Oh, das war eigentlich nicht gewollt. Wir gehen hier nochmal. Na, eigentlich können wir dann auch hier unten mal lang gehen. Ach so, da kommen wir auch einfach so dann hoch, alles klar. Okay, das sind nur ein paar Rubine für uns. Ja gut, das brauchen wir sowieso nicht. Dann springen wir mal hier rüber. Und gehen mal unten gucken. Da hinten ist nämlich noch ein Gegner. Da springen wir nochmal dran. Machen nochmal hier ein bisschen Knochen kaputt, beziehungsweise Schädel. Was gibt's hier? Okay, da geht's auf die andere Seite nochmal rüber. Okay, da sollten wir vermutlich nicht rein. Na, komm, spring hoch. Ah, da geht der Wasseranteil jetzt dann höher. Der Wasserspiegel steigt und wir können über die Stachel hinten drüber schwimmen. Da ist wieder eine Soldatenseele. Also lauschen wir ihm mal. Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus! Ich muss hier raus! Ja. Jetzt müssen wir gucken, dass wir dann schnell hier hochkommen, weil nur da können wir gegen die antreten, kämpfen. Wir können die am Wasser, während wir schwimmen, können wir die ja schlecht irgendwie angreifen. So. Dann haben wir, wenn ich, ja, wollte gerade sagen, wenn ich nicht zu blöd bin, da wieder dran zu kommen, dann haben wir hier auch direkt wieder die Herzen voll. Und noch ein Rubin mehr. Hihi. Gut. Was will Midna uns da sagen? Komm schon, hierher. Ich warte ja gerne, aber auf meine Seite kommen, das musst du schon selbst schaffen. Ich hätte ja gedacht, wir können da vielleicht unten rein, aber... Gut, das scheint nicht so zu sein. Gehen wir hier mal noch dran. Okay, da öffnet sich... Oh. Okay, haben wir beide auf einen Schlag getötet. Ja, die Steuerung ist tatsächlich gerade auch wieder ein bisschen ungewohnt, aber das liegt... Ich weiß nicht, ob das am Gamepad liegt. Ich habe ja hiervon bislang immer nur die Version auf der Wii gespielt. Jetzt zumindest, was das angeht, die gleich ist. Können wir eben auch lauschen? Ja. Was sind das nur für schwarze Monster? Solche Biester habe ich noch nie gesehen. Ja. Gut. Machen wir die Schleuse hier auf, dann sinkt das Wasser wahrscheinlich. Genau. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wenn ich den anderen Prozessor und das andere Mainboard habe, wie das dann hier aussieht und vielleicht läuft dann auch der die Capture Card noch was besser, weil die immer so leichte Knacksen drin hatten. Das liegt am Chipsatz von AMD. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dass ich ab dann
parallel zur Aufnahme rendern kann. Das würde vielleicht ermöglichen, dass ich noch mehr Aufnahmen hinkriege, aber ich will nichts versprechen. Was sagt er? Ihr Göttin Hyrules, ich bin doch nur ein einfacher Soldat, der niemanden Böses will. Bitte, errettet mich vor diesen schwarzen Monstern. Uah! Okay. Oh, hier können wir wühlen. Oh, sehr schön. Da können wir auch wühlen. Ein Herz, sehr gut. Das brauchen wir jetzt im Moment eigentlich nicht. Alles klar, wir gehen weiter. Und kommen wieder bei Midna an. Manchmal führen Umwege auch zum Ziel. Ja, tun sie. Übrigens, schärfst du auch immer dein Gespür mit X? Anscheinend sind die Geister hier ausschließlich Soldaten. Sag mal, was meinst du, wo wir hier sind? Du willst doch hier raus, oder? Also gut, Abmarsch. Abmarsch? Ja. Hoch müssen wir also, okay. Wir gucken aber vorher nochmal unten. Bevor wir uns hier nach oben aufmachen. Okay, da ist sowieso nichts mehr. Dann gehen wir hoch. Wobei wir mal das Gespür noch einschalten können, wer weiß. Vielleicht sieht man da ja noch Interessantes. Ah. Oh Mann, was sollte das denn werden? Ja, ich wollte da rüberspringen. Hilft sie uns jetzt? Oh ja. Sag mal, ist das denn so schwer? Ich zeig dir, wo du Halt findest. Nimm mich einfach mit L ins Visier und verwende A, um mir zu folgen. Alles klar, so einfach kann es also sein. Warum hat sie das nicht direkt gemacht? Hätte sie doch eben direkt von Anfang an so machen können, oder? Ja, genau. Den schmeißen wir einfach mal runter. Okay, Herz. Und was bist du? Nix. Oh ja. Okay. Ja, das klappt eigentlich ganz gut. Ledermäuse. Die kennen wir auch schon aus Ocarina of Time. Die auch hier nichts fallen. Böse Ledermaus. Gut, die auch hier nichts fallen lassen. Machen wir mal unser Gespür an. Oh. So. Okay, na, immerhin. Besser als nichts. Hier können wir nicht raus. Falsche Taste. Ich muss jetzt echt mal umgekehrt konfigurieren. Das ist ein bisschen falsch rum eigentlich. Inzwischen weißt du doch sicher, wo wir hier sind. Na, wenn wir erst nach oben kommen, wirst du es schon merken. Gut, gehen wir weiter. Na, wisst ihr denn auch, wo wir sind? Endlich draußen. Und sieh nur, wie schön heute Abend die schwarzen Wolken über dem Schattenreich liegen. Und, weißt du jetzt, wo wir sind? Oder hast du es immer noch nicht gemerkt? Es gibt da jemanden, der dich kennenlernen will. Also komm jetzt, wir müssen zu dem Turm da drüben. Ja, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, ihr wisst auch, wo wir sind. In der Schattenwelt von Hyrule. Da ist wieder eine verirrte Seele. Was? Hier ist auch ein Geist? Du hast es wohl nicht bemerkt, bevor wir hierher gekommen sind. Diese armen Dinger sehen zwar die schwarzen Monster, aber dich können sie nicht sehen.
Du denkst, ich lüge? Na, dann verwende doch mal dein X-Gespür. Wieder die falsche Taste, wie immer. Verdammt, was sind das nur für Vogelmonster und was ist hier eigentlich los? Was ist hier nur los? Was ist nur los in Schloss Hyrule? Ja, jetzt wissen wir es spätestens offiziell. Wir sind in Schloss Hyrule. Dieser arme Soldat war es nicht, den ich dir vorstellen wollte. Also komm schon, wir müssen zum Turm. Okay, für den Turm müssen wir hier hoch. Hier rüber. So, und jetzt. So, komm nochmal her. Na. Ich wollte sagen, das müsste es jetzt gewesen sein. Da hinten ist der nächste. Geh mal ganz schnell hier hoch. Dann haben wir nämlich die bessere Angriffsfläche. Aber wir haben ihn eh schon besiegt. So. Also weiter. Sollen wir da... Nein, wir sollen doch gar nicht jetzt... Sollen wir nicht da runter, oder? Ah. Komm schon, wir sind ja bald da. So, da hinten ist der nächste Vogel. Okay. Da müssen wir rein. Und da müssen wir rein. Cutscene. Mitna. What you tell? Ihr erinnert euch also an mich? Nach dieser Kreatur habt ihr also gesucht? Ihr sieht zwar etwas seltsam aus, aber so spielt wohl das Leben. Du warst gefangen, nicht wahr? Verzeih mir. Ich glaube, unser kleiner Freund weiß gar nicht, wo er ist und was hier eigentlich passiert. Wollt ihr ihm nicht sagen, was ihr angestellt habt? Ich glaube, das hat er sich redlich verdient, meine Fürstin. Fürstin der Schatten. Also gut, hört mir zu. Du befindest dich im Königreich Hyrule. In eben jenem Hyrule, dem erstmals die Kraft der Götter innewohnte. Aber dieses Hyrule wurde von einem König überfallen, der über die Schatten herrscht. Und in einen Ort des ewigen Dämmerlichts verwandelt, dessen Himmel von düsteren Wolken verhangen ist.
Trefft eure Wahl. Kapitulation oder Tod. Wählt, ob das Volk von Hyrule leben soll oder sterben. Ich glaube auch, leider fehlt hier wieder die Musik. Ich hoffe, dass ich das mit dem neuen Prozessor in den Griff kriege. Also hier fehlt definitiv Musik. Tut mir leid. Ich hoffe, dass das ab dem nächsten besser wird alles. Finsternis hüllt Hyrule ein und ohne das Licht sind die Menschen nur noch gespensthafte Wesen. Entschuldigung. Aber sie selbst sind sich dessen noch nicht einmal bewusst. Stattdessen leben sie nur noch in Furcht vor den Dämonen der Finsternis. Und ich bin die Herrscherin dieses Reiches. Zelda. Nun mach doch nicht so ein trauriges Gesicht. Uns ermöglicht dieser Ort ein angenehmes Leben und schließlich ist die Welt des Lichts doch nur in ein Schattenreich verwandelt worden. Midna, die Wesen der Finsternis versuchen, eurer habhaft zu werden. Sagt mir warum. Tja, warum wohl? Bald werden die Wachen hier sein. Flieht besser, solange ihr noch könnt. Aber fliehen tun wir in der nächsten Folge. Ah ja, da setzt dann jetzt auch die Musik wieder an. Ja. Wie gesagt, tut mir leid, ich hoffe, ich habe das mit der neuen Hardware dann im Griff. Da kann ich jetzt leider nicht viel dran ändern. Okay. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar oder eine Bewertung freuen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.